finde es auch ganz spannend, dass sich dieses Thema Recycling, Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck jetzt wirklich wie ein roter Faden heute durch die Vorträge zieht. Eine spannende Frage ist aber auch, wie man mit dem Bestand umgeht. Was macht man denn mit Bestandsgebäuden? Und darüber wird uns jetzt Herr Werner Fenter informieren. Hallo Herr Fenter, grüße Sie von der Firma Schöck. Der was Wunderschönen sagt. guten Abend. Können Sie mich Genau. schon hören? Wir können Sie prima hören und Sie werden darüber Wunderbar. sprechen, wie man von einem alten WDVS zur nachhaltigen und wirtschaftlichen Vorhangfassade kommt. Danke Ihnen. Vielen lieben Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Und genau darum soll es gehen. Wir haben einen großen Bestand in den Immobilien, die zu sanieren sind. Und eine Möglichkeit, vielleicht eine interessante, das entscheiden Sie, darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Darüber, dass zu sanieren ist und dass wir unseren Immobilienbestand klimaneutral nicht nur haben wollen, sondern auch haben müssen, ich glaube, da ist lang genug gesprochen und es wird Zeit, dass wir es einfach tun. Und wir haben eine wilde Idee dabei. Und die bezieht sich jetzt vor allen Dingen mal auf die Sanierung von, ich sag mal, diesen, wenn wir den Verbundsystem, den wir in den 80er Jahren, 90er Jahren gebaut haben und die jetzt eben nicht mehr die energetischen Anforderungen schaffen und mitunter auch relativ übel aussehen und deswegen saniert werden müssen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie kann man denn die sanieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Sanierungsfassade, die wir vorschlagen, ist, wir überdämmen das einfach. Also wir reißen nicht war mit dem Verbundsystem runter, sondern wir lassen es auf der Wand. Es dämmt ja noch. Und vielleicht ist das im Recycling- und Nachhaltigkeitskonzept vielleicht der wesentliche Anteil, dass wir eben nicht am Produkt Lebenszyklus vom wenn wir mit dem Verbundsystem sind, sondern wir nutzen es einfach für die nächste Generation weiter. Es bleibt also auf der Fassade. Und wir überdämmen das jetzt mit einer mineralischen Steinwolle, mit einer Fixrock, um dann den gewünschten U-Wert zu kriegen. Um die brandschutztechnischen Anforderungen einhalten zu können, werden die Öffnungen, also um die Fenster drumherum, wird das, wenn man den Verbundsystem zurückgeschnitten und mit einem Brandriegel versehen und dann auch nach der 18516 Teil 1 die üblichen Brandriegel für die VHF. Da komme ich später nochmal drauf. Wie denn die vorgehängte, in der Lüftete Fassade befestigt wird, also die Unterkonstruktion Aluminium und die Fassadenbekleidung, das sieht man auf diesem Bild. Wir haben einen stabförmigen Faserverbundwerkstoff, der ist beaufsichtigt zugelassen, den nennen wir Isolink. Und den kann man einfach durch die bestehende Wärmedämmverbundfassade bohren und injizieren und setzen, später dann überdämmen. Und wir haben mit dem DBT zusammen Prüfungen gemacht, dass es beaufsichtigt zugelassen ist für die Gebäudeklassen 4 und 5, wo die Bauordnungen ja eine schwer entflammbare Fassade als Mindestvoraussetzung fordert. Das Ganze ist brandneu, 22. September, Sie sehen es hier. Also das weiß noch niemand. Wie sieht das Ganze aus in der Praxis? Also man hat im Prinip ein Gebäude, wir haben den Verbundsystem, da werden eben diese Löcher gebohrt, gereinigt und mit einem Injektionsmörtel, das ist ein baufällig zugelassener Mörtel, den wir in der Zulassung auch, gibt verschiedene Systeme, die haben wir da drin. Dann wird der Anker einfach von Hand gesetzt und aushärten lassen. Je nach Temperatur vom Untergrund sind es meistens so 30 bis 60 Minuten. Ist ja eine gedämmte Wand, also das Mauerwerk ist ja gar nicht so furchtbar kalt. Also sind wir in der Regel in einer guten Stunde, kann dann auch weiter gedämmt werden, die Mineralwolle überdämmt werden, die Steinwolle, und dann drehen wir Flügeladapter auf. Und an diese Flügeladapter aus Aluminium werden dann die Tragprofile, die L- und T-Profile installiert, festgeschraubt, wo dann anschließend im ganz normalen Sinne die leichten Bekleidungsplatten aufgebracht werden. Hier zum Beispiel eine Faserzementplatte, eine Equitone. Ich glaube, das ist eine ganz gelungene Sanierungsmaßnahme. Zwei, drei Sätze zum Thema Wärmeschutz. Wir haben also jetzt diesen Wandaufbau von 1, die tragende Wand, dann 2, 3, das Wärmedämmverbundsystem, 4 ist die mineralische Überdämmung
und der Vollständigkeit halber den Hinterlüftungsspalt und die Bekleidung. Und dieser Wandaufbau gibt uns ja unseren U0-Wert, also den U-Wert der ungestörten Wand. Bei vorgängigen hinterlüften Fassaden haben wir aber punktuelle Wärmebrücken, die nach der europäischen Norm, die 6946, natürlich berücksichtigt werden müssen. Das geht ganz einfach. Ich zähle einfach, wie viele punktuelle Wärmebrücken gibt es und multipliziere die mit dem Skiwert und schon bin ich bei meinem U-Effektiv. Einfache additive Geschichte. Jetzt gucken wir uns so ein Beispiel an aus so einem typischen Wandaufbau der 1980er Jahre. Da haben wir also jetzt zum Beispiel bei der Schule auch einen 17,5er Kalksandstein, 60 mm Wärmedämmverbundsystem und unseren Außenputz und haben im Prinzip im Bestand einen U-Wert von 0,5. Frage, wie viel Zusatzdämmung brauchen wir, um auf den gewünschten U-Wert zu kommen? Und haben aus Brandschutzgründen, wenn wir größer als 10 cm Steinwolle drauf machen, auch den Brandschutz für die Gebäudeklasse 4 und 5, deswegen hier der Rahmen. So, hier nochmal die Gleichung oder den Aufbau. Der ungestörten Wand ist der gelbe Anteil und der Anteil Delta U für die punktuellen Wärmebrücken der blaue Anteil. Wie komme ich zu unseren Skiwerten? Vom ISO-Link stehen die tatsächlich in der Zulassung drin. Je nachdem, wie gut die Wärmeleitgruppe ist oder die Wärmedämmdicke, unterscheiden sich die Skiwerte leicht. Das ist alles tabellarisch verbrieft und man kann relativ leicht da eingreifen und die Werte nehmen. Das Ganze ist auch PHA Plus vom Passivhaus-Institut zertifiziert worden. Es gibt unterschiedliche Materialien, die als Wandhalter verwendet werden. Üblicherweise Aluminium, das hat man die letzten Jahre, Jahrzehnte gemacht. Edelstahl ist immer mehr am Kommen, weil die Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl 10-fach kleiner ist als Aluminium. Und unser Faserverbundwerkstoff hat dann nochmal einen Faktor, keine Ahnung, 20 drin. Also wir haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,7, sind also in einem Bereich des Dämmstoffs fast. Das bedeutet, dass unser Delta-U-Wert in der Regel in den letzten Bauvorhaben immer so zwischen 0,5 und 1,5% waren. Wohingehend, wenn man die alten Alu-UKs nimmt, eigentlich eher der Faktor 100 ist. Also doppelt so schlecht. Dazu haben wir auch einen kleinen Wärmebrückenrechner gebastelt in Excel. Es ist ja keine Rocket Science, diesen U-Wert zu errechnen. Kann ich auch gerne im Nachgang, wenn möchte, zuschicken, wo wir im Prinzip den Wandaufbau machen kann und unten die Anzahl der Wandhalter pro Quadratmeter eingibt und dann explizit, zumindest für eine Vorkalkulation, da eine Abschätzung für die erforderliche Wärmedämmdicke geben kann. Brandschutz, das zweitwichtigste Thema. Die Idee da hinten dran ist, das rote EPS zu kapseln. Das packen wir ein mit Steinwolle, mit einem Brandriegel um die Öffnung beziehungsweise mit der Zusatzdämmung, um den U-Wert zu kriegen. Und wir nutzen eine nicht brennbare Fassadenplatte, um nicht zusätzlich noch Energie auf dieses System zu bringen. Das Ganze wurde in zwei Großbrandversuchen bewiesen. Einmal hier der Teil 20, wo im Prinzip das Zimmerbrandszenario dargestellt ist. Wir haben aber auch Teil 24, den Sockelbrandprüfung mit einer 10 Meter hohen Fassade im 1:1 Aufbau gemacht. Und man sieht in dem Schnitt, dass das weiße XPS hinten dran ist. Wir hatten sogar die Putzschicht weggelassen, um den Worst Case zu bringen. Das heißt also, die Putzschicht muss auch nicht ergänzt werden. Wenn die schadhaft ist, müssen nur lose Teile runtergeschlagen werden und dann kann das geprüft werden. Und dann sieht man im Brandfall, dass diese Faserzementplatte doch irgendwann mal auch gesindert ist und gebrochen ist. Da war es richtig heiß. Irgendwann ist auch ein Teil runtergefallen. Und nach dem Brand, als wir die Fassade wieder aufgemacht haben und das Schadenbild zu bewerten, haben wir festgestellt, warum ist denn die Platte runtergefallen? Weil das Aluminium unten drunter flüssig geworden ist, heiß geworden ist, aber nicht, weil das System an sich versagt hat.
Heißt also, in der Bauart ist das Wärmedämmverbundsystem erstmal zu schützen. Das sind die gelben Riegel. Da haben wir im Sockelbereich einen Brandriegel. Wir haben über dem EG einen Brandriegel und dreiseitig um Öffnungen. Und haben dann nach der 18516 der Norm für hinterlüftete Fassaden ganz normal alle 2 Vollgeschosse einen Brandriegel, um eine Brandausbreitung im Hinterlüftungsspalt zu verhindern. Mal ein paar Zeichnungen, wie das aussieht. Das ist ein Sockeldetail mit dem Fixrock Protect. Das ist das Fensterdetail, rechts, links und ein Sturz. Hier auch mal mit einer Jalousie gezeichnet. Die wird dann halt einfach mit in das Fensterelement integriert. Und hier der BWM-Brandriegel, der für die hinterlüftete Fassade die Brandausbreitung behindert. Der rote. So, dann haben wir den Nachweis für die Verwendbarkeit der Gebäudeklassen 1 bis 5 erreicht, was also in Sonderbauten erstmal nicht drin ist. Das muss je nach Brandkonzept eigens bewertet werden, ob denn eine schwer entflammbare, nicht brennbare Fassade gefordert wird. Wenn eine schwer entflammbare Fassade gefordert ist, dann ist dieses System verwendbar. Wie sieht das Produktprogramm aus? Hier nochmal im Überblick. Wir haben im Prinzip den Isolink, den Faserverbundwerkstoff, dann den Flügeladapter unten drunter und die 6 Produkte, die von Rockwool zu beziehen sind. Genau. Die ganzen Konstruktionen, da gibt es Regeldetails, Zeichnungen im Detailcenter auf den Homepagen und ein paar Referenzen, die wir schon ausgeführt haben. Das war jetzt mit 14 cm Zusatzdämmung, haben wir einen U-Wert von kleiner 0,16 erreicht. Das ist eine Krankenhaus, die Augusta-Klinik in Bochum, die aktuell in der Ausführung ist, fast fertig ist. Das war auch eine Sanierung von einem Wärmedämmverbundsystem. Im Neubau funktioniert es natürlich genauso. Hier haben wir 18 cm Rockwool gehabt und haben Passivhausstandard gehabt. Da war sogar die Anforderung nicht brennbar mit einer Zustimmung im Einzelfall. Und das aktuellste Beispiel, da haben wir einen geforderten U-Wert von 0,11 bzw. 0,15. Das ist natürlich nur mit einem wärmebrückenfreien Anker möglich. Das wird gerade in München ausgeführt. So, das war im Schweinsgalopp eine kurze Vorstellung. Wer darüber hinaus weitere Informationen haben will, hier sind die Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Bin gerne für Fragen. Stehe ich zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Okay, prima, Herr Fender. Ich hätte eine Frage direkt im Anschluss. Und zwar, kann denn Ihre Lösung als wärmebrückenfrei behandelt werden bei der Bilanzierung? Genau. Nach der 6946, nach der DIN, gibt es eine Bagatellgrenze von kleiner 3%. Das heißt, wenn der Wärmebrückenzuschlag, der punktuelle Wärmebrückenzuschlag, kleiner 3% ist, dann darf ich ihn kleckern, dann darf ich ihn, muss ich ihn nicht berücksichtigen und somit ist er rechnerisch wärmebrückenfrei. Wenn ich es im kompletten Nachweis führen will, nicht im vereinfachten Nachweis, dann habe ich ungefähr einen Anteil von 0,5 bis maximal 1,5%, den ich aufschlagen muss auf den U-Wert. Und Sie haben das Thema Alu-Edelstahl angesprochen. Ist es denn relevant, was den CO2-Fußabdruck angeht, oder ist es von der Materialmenge so, dass man sagen kann, das spielt eigentlich bei der Bilanz keine Rolle? Ja, die Bilanzierung ist nicht so eindeutig. Also Edelstahl ist ja relativ energieintensiv. Aluminium hat einen riesen Vorteil, dass ich es fast zu 100% recyceln kann. Unser Faserverbundwerkstoff ist Glas. Der ist nicht so energieintensiv in der Herstellung, aber wir können ihn nicht komplett recyceln, sondern wir können ihn nur schreddern, zum Beispiel im Unterbau. Es ist Lager Z0, also es ist schadstofffrei und kann überall eingesetzt werden, aber in ein neues Produkt zurück recyceln ist der Isolink nicht geeignet. Industrieabfälle nutzen wir in der Zementindustrie und so weiter. Also da gibt es Systeme, aber unterm Strich denke ich, ist die Bilanzierung, insbesondere jetzt in der Anwendung, wo es um Wärmebrücken geht,
eigentlich eine sehr gute Alternative. Okay, prima, Herr Fenter. Danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Ich wünsche eine gute Veranstaltung, ja. Vielen Dank. Danke, die haben wir.